Es ist kein leichter Gang, den Martin Brudermüller am Vormittag tun muss. Eigentlich erfolgsverwöhnt liefen die BASF-Geschäfte zuletzt mehr als mager. Zwar ist der Umsatz um rund 2% gestiegen, der Gewinn nach Steuern aber um knapp ein Viertel eingebrochen. Im zweiten Halbjahr haben wir eine wirtschaftliche Abkühlung in den für uns wichtigen Märkten gespürt, insbesondere in der Automobilindustrie, unserer größten Kundenbranche. Vor allem die Nachfrage chinesischer Kunden ließ deutlich nach. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, den Präsident Trump angezettelt hat, ist für die BASF aktuell Gift. Der Ludwigshafener Chemieriese investiert zurzeit rund 10 Milliarden Euro in das Land der Mitte. Zu dem bereits bestehenden Standort in Nanjing soll noch ein weiterer in der Provinz Guangdong hinzukommen. Falls die Handelsbeziehungen in der Zukunft schwieriger würden, könnte die Investition zumindest teilweise ins Leere laufen. Doch auch in der Metropolregion lief es für die BASF nicht. Grund: die Dürre im vergangenen Jahr und das daraus resultierende Niedrigwasser des Rheins. Die Rohstoffversorgung in Ludwigshafen per Schiff kam über weite Teile des dritten und vierten Quartals fast zum Erliegen. Dies belastete unser Ergebnis 2018 um rund 250 Millionen Euro. Die BASF hat bereits früh eine sogenannte Gewinnwarnung herausgegeben. Dadurch war den Anlegern schon klar, dass der Chemieriese den angestrebten Gewinn höchstwahrscheinlich nicht erreichen wird. Um die Aktionäre bei Laune zu halten, will Brudermüller ihnen trotzdem als Dividende 10 Cent mehr pro Aktie auszahlen. Das liegt wohl auch an den Erwartungen für 2019. Umsatz und Gewinn sollen etwas wachsen und die Dividende soll angehoben werden auf 3,20 Euro. Das Ganze ist hervorragend kommuniziert worden, inklusive der Gewinnwarnung. Und das stimmt die Börsianer versöhnlich. Weiterhin fraglich bleibt der im Raum stehende Personalabbau. Das von Brudermüller angestoßene sogenannte Exzellenzprogramm ist gerade erst richtig am Anlaufen und soll in Zukunft Einsparungen in Milliardenhöhe bringen. Laut Brudermüller hängt der Erfolg des Plans aber extrem vom Wachstum der BASF ab. Und das hängt wiederum von der Weltwirtschaft ab, besonders von China und den USA. Ich glaube, wir werden schon auch eine Erleichterung sehen. Und das ist wirklich Grundlage. Sollten diese Bedingungen dann fundamental anders sein im zweiten Halbjahr? Ja, dann haben wir, glaube ich, eine andere Situation. Im vergangenen Jahr hat die BASF in Ludwigshafen ihre Mitarbeiterzahl um mehr als 700 auf knapp 40.000 hochgefahren. Ein Indiz dafür, dass Brudermüller voll auf Angriff setzt.